Willkommen zu Resident Evil, endlich Platin. Ich hoffe, es passiert. Also es ist jetzt eine Glückssache. Und zwar fehlen mir noch drei Trophäen. Einmal rette alle mit Chris und erreiche das gute Ende sozusagen mit Chris. Rette noch Jill muss ich machen. Und alle Waffen sammeln. Und bei Waffen, alle Waffen sammeln ist so ein bisschen das Problem. Also man muss mit Jill alle Waffen sammeln, so wie auch mit Chris, glaube ich zumindest. Und die einzige Waffe, die mir jetzt noch fehlen würde, wäre der letzte Raketenwerfer, den man bekommt von dem Endboss Tyrant. Und ich hoffe, dann schaltet sich die Trophäe frei. Ansonsten müsste ich nochmal mit Jill komplett durchspielen. So. Weil ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Obwohl, ich habe das jetzt 6 Mal, glaube ich, durchgespielt. Also so langsam ist da echt die Luft raus. Erstmal auf normal durchgespielt, dann auf schwer unter 3 Stunden, dann echtes Überleben, dann kommt noch der unsichtbare Modus, mit Chris auf Messer durchspielen habe ich gemacht und so weiter und so fort. So. So, und jetzt muss ich natürlich auch jetzt Glück haben beim Endkampf, dass ich mich nicht doof anstelle. Aus dem einfachen Grund, um alle zu retten, müssen ja auch alle überleben. Beim Endkampf kann einer sterben. Und ich hoffe, das passiert jetzt hier nicht. Okay. So, ich gehe nicht da längs, weil sonst springt da gleich so ein Käfer raus. Erstmal kurz nochmal Jill retten. Ah, jetzt muss ich jeden Hebel natürlich einzeln machen. Ich habe zwar auch den unendlichen Raketenwerfer schon freigeschaltet, aber den benutze ich mit Absicht nicht gegen den Endkampf von Tyrant, weil sonst kriege ich den anderen Raketenwerfer nicht, der von Brad aus dem Helikopter geschmissen wird. Und ich hoffe, sobald ich den aufhebe, kommt die Trophäe. Weil dann habe ich Platin definitiv sicher. Das ist jetzt, wie gesagt, 50-50 Chance, deswegen mache ich das gerade. Jill? Chris! You're okay. Chris, it's Wesker. I know. But first, let's get out of here. So, die Trophäe haben wir. Habe ich dich warten lassen, also Jill retten. Rebecca müsste schon oben sein. Let's get going. Danke, Bernhard. Danke, Bernhard. Weil er sagt, du verkackst. So, und wenn das Spiel auch hoffentlich beendet ist, bedanke ich mich definitiv schon mal an alle Zuschauer wieder. Ah, oh, fuck, wo ist er? Ach ne, der steht nicht auf. Okay. Bei Jill ist einer noch aufgestanden und wurde zum Crimson Head. So, der Anfang vom Tyrant-Kampf ist natürlich etwas doof, weil Tyrant geht sofort auf Rebecca los. Wieso habe ich nur Jill hinter mir? Oh ne, oder? Ich habe schon mal ganz und gar nicht, wo zum Henker ist.
Rebecca. The self-destruct system's activated. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things are coming. I'll take care of them. But Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Okay, gut. Rebecca ist noch am Leben. Dann geht's jetzt los. Tyrant, mein guter Freund. Aber ich glaube, Jill kann auch sterben dabei. Also das ist das Problem. Also ich muss gucken, dass Tyrant die ganze Zeit die Aggro auf mich hat. So, aber Rebecca wird hier in der Ecke stehen und Tyrant geht direkt auf sie los. Oh, gucken, ob ich es dann kriege. Ja, hat funktioniert. Ah, voll aus. Okay, da ist der Raketenwerfer. Ich hoffe, bitte Trophäe. Bitte Trophäe, komm. Bitte Trophäe, komm. Ja! Okay, Platin ist sicher. Platin ist definitiv sicher. Feierabend. Oh, was? What? Das ist auf sehr live. Wieso wehrt er den Raketenschuss ab? Dumm Sau, du. Ende des Albtraums. Und Platinum fürs Plattmachen. Der Name ist auch gut. Ah, schön. So wie Jill geht's mir auch, keine Lust mehr. Ach ja. Happy End. Chris. You did a fine job. Oh, und sogar auch wieder unter 3 Stunden. Sehr schön. Somit ist Resident Evil 1 auch platiniert. Dann habe ich eigentlich alle Resident Evil Teile platiniert. Das heißt 1, 0, Revelation 1 und 2, Revelation 2 und 1 sogar doppelt, PlayStation 3 und 4, Resident Evil 4 doppelt, Resident Evil 5 doppelt, Resident Evil 6 doppelt, Resident Evil Operation Raccoon City. Das überlege ich gerade noch. Oh, ich weiß, welches mir fehlt. Ich glaube, das werde ich auch bald beim Angriff nehmen. Und zwar Code Veronica X. Das habe ich noch nie gespielt. Also damals, das ist Ewigkeiten her auf der PlayStation 2. Aber das gibt es auch noch. So. Nach Zero ist Resident Evil 1 platiniert, endgültig. Hat über ein Jahr gedauert. Die erste Trophäe ist von 2017 noch. Und dann halt 2018 haben wir es beendet. Oder ich zumindest. Hab das damals mit meinem Bruder angefangen. So, ich bedanke mich definitiv auch an die Zuschauer, die mit dabei waren und ein paar Tipps und Hilfe gegeben haben, weil manchmal muss ich doch mal überlegen, wo welche Items waren. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns dann bei der nächsten Platin, welche es sein wird. Lasst euch überraschen. Ich kann es ja auch nie sagen, worauf ich Bock habe. Also haut rein.